So, und wir sind wieder da. Und zwar direkt nochmal mit einem Bossfight, ja. Ah, stürmen wir rein und stellen fest, da ist irgendein Knubbelhaufen, der eigentlich ganz leicht zu machen ist, weil man einfach nur sich hinter den stellen muss, einmal einen wegziehen muss. Ah, verdammt, hat er mich getroffen. Gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Ah. Ja, das ist eigentlich relativ leicht. Es ist keine große Schwierigkeit, den zu machen. So. Na komm. Haben wir auch schon über die Hälfte von ihm weggenommen. Ja. Oh, das ist nicht gut. Da habe ich getroffen, ja. Da wurde ich getroffen. Das habe ich mir schon gedacht. Da hat er sich ungünstig positioniert. Hatte ich keine Chance auszuweichen. An dem Ort, wo ich gerade stand. Ah! Komm, gib mir noch einen. Ha, habe ich dich. Da hast du nur noch einen. Keinen! So, Dampf ab. Jetzt springt er nämlich die ganze Zeit so blöd runter. Dann mache ich so. Und dann springt er wieder hoch. Springt er wieder blöd runter. Trifft mich. Okay. Ich hätte vielleicht nicht stehen bleiben sollen. Oh. Okay, ich dachte, er geht in meine Richtung. So, noch ein Treffer. Dann müsste er, glaube ich, auch schon tot sein. Na, komm. Ja, das war's auch schon. Ach, die Bosse sind hier einfach eindeutig zu leicht. Nehmen wir jetzt damit auf. Na, wir erreichen die zweite Reihe. Und den zweiten Kristall. Da, 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 da. Komm, was hast du zu sagen, hübsche Frau aus der Kristallbox? Kristall. Oh, ist okay, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen des Monsters befreit. Das Fallfors erfüllt dem, der es zuerst berührt, solange er lebt, alle Wünsche. Deshalb wussten wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran. Du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporter, denn es gibt nicht nur den auf dem Todesberg. Wandere so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der Ganon bezwingen kann. Wir vertrauen dir. Hast du alles verstanden? Ja, habe ich. Wir werden mit selten zu Pyfos führen. Yay, yeah, danke. Gut, gut. Schnell den... Oh. Ah, pisst euch. Schnell den zweiten Tempel erledigt und... Palast, nicht Tempel. Wieso sage ich ja nicht mal Tempel? Was soll das denn? Als ob ich auch gar nichts dazu lerne. Und wir machen erstmal wieder ein paar Kleinigkeiten. Denn man kann hier relativ leicht an ein paar gute Items kommen. So, fangen wir erstmal an mit... Ja, genau hier. Gehen wir nämlich wieder in die gute Lichtwelt. Zack. Das weiß ich noch. Hier gab es nämlich ein Herzteil, wenn ich mich recht entsinne, in der Höhle hier oben. Und? Jep, gibt es. Oh, mir fehlt noch ein einziges Herzteil. Das heißt, ich kriege gleich einen neuen Herzcontainer. Das steht fest. Da ich nämlich noch weiß, wo ich noch einen vergessen habe. So. Ja. So. Stampft ab. Ich muss nämlich eigentlich hier oben rein. So, zack, 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 zack. Ah, ne Fee. Aber da ich sowieso voll zu viele habe, ist mir das egal. Sprechen wir mit dem Typen. Kaum kam ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich die Flöte spielen gelernt. Ah, ja. Naja, Blumensamen vergraben. Ich werde mal weiter machen. Nein, bla, bla. Jetzt habe ich eine Schaufel bekommen. Gut, hier kann ich mich teleportieren. Ne, warte, hier unten muss ich mich teleportieren. So, ich teleportiere mich hier wieder in die andere Welt. Oder wenn man nämlich hier dann so hingeht. Da ist dann der Typ in der natürlichen Gestalt. Dann macht er ein schönes Lied. Spielt er da so. Und diese Ocarina ist ja auch später für Ocarina der Zeit ein wichtiger Gegenstand. So, ich glaube hier war der irgendwo. Steckt. Ah, da ist er schon, ja. Hier oben bei der Blumenvase versteckt. Trara, hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt geheimnisvolle Kräfte. Also wieder zurück in den Teleporter. So, und mit dem Typen immer gelabert. Danke, Sekiro, aber in dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Bitte, nimm du sie und du solltest irgendwann mal nach Kakariko kommen. Dann gibst du dort einen etwas verschlafenen alten Mann. Willst du das für mich tun?
Oh, ich spüre, wie meine Erinnerung langsam verblasst. Später spiele ich mir ein Lied. Dann spiele ich ihm jetzt ein Lied. Das dauert jetzt ein bisschen. Und mit dieser Flöte kann man sich in der Lichtwelt schnell bewegen. Also, ich zeige euch gleich, was ich meine. Geduld. Nächste 5 Minuten wisst ihr es. Und siehe da, ihr mit einem hässlichen Baum. Ein hässlicher, hässlicher alter Baum. Ja, dann machen wir so zack. Ah, ah, nicht ganz so weit, denn ich muss jetzt in diese Richtung. So. Den kann ich noch nämlich da oben noch nicht hochheben. Das ist nämlich ungut. So, war hier noch irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Oder? Doch, hier war irgendwas. Ach, ich glaube, da konnte man irgendwie ein Herzl ausgraben. Weiß jetzt aber nicht genau. Ist auch egal, ich habe jetzt anderes in diesem Video vor. Denn ich benutze erst einmal hier unten irgendwo. Keine Ahnung. Hier irgendwo benutze ich mal erstmal den Spiegel, um in die Lichtwelt zu kommen. Yep, das mache ich. So. Dump ab. Krepiere, so. Warum bin ich jetzt nicht weggekommen? Ach ja, genau, ich wollte ja einige Sachen erledigen. Mein Gedächtnis wollte mich gerade schon verarschen. Erst einmal hier rechts rein. Hier gibt es, glaube ich, so ein, zwei interessante Sachen. Oh, war hier irgendwas? Ne, hier war nichts drin. Ach, das sind dumme Viecher. Das ist das Schmiedehaus, da können wir noch nichts anfangen. Dauert noch ein bisschen, aber wir können hier reinspringen. Denn hier gibt es auch ein kleines Geheimnis drin. Ha, das gute Ding muss man nämlich mit dem Zauberpulver ansprühen. Da kommt ein Bösewicht und will uns was. Was Böses tun. Wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich. Das schreit eine Rache. Jetzt tut er mir irgendwas an, aber irgendwie geht das schief und es hilft mir. Denn ab jetzt... Ha, siehst du, jetzt wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Gut, nicht? Das freut dich, was? Na dann, toi, 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 mach's gut. Irgendwie verstehe ich nicht. Er möchte mir was Böses, aber dann tut er mir was Gutes. Naja, ist mir auch egal. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr sinnvoll, dass ich jetzt hier halben Magieverbrauch habe. Sollte man auf jeden Fall immer holen. Dann weiter. Was habe ich noch vergessen jetzt in der Lichtwelt? Ja, genau. Jetzt setzt mich wieder ein. Flöte. Hier hoch. Buck. Hier nach links. Darunter. So, befreien wir es mit dem guten Vogel. Und sie da die Statue zerbricht. Und es kommt ein kleiner Vogel frei. Birdie. So. Jetzt haben wir nämlich auch den Vogel befreit. Und mit dem können wir uns... Ups. So, stirb. Teleportieren. An bestimmten Punkten absetzen lassen. Aber ich muss nochmal hier rein, denn hier habe ich letztes Mal, als ich hier war, was vergessen. Das habe ich echt gerade übersehen. Ich dödel. Kann ich denn diese Stelle hier oben übersehen? Die hier. Pff. Zack. Boom. Hinein. Ein paar Rubine geholt, ein Herz geholt und ein Herzteil. Und damit haben wir einen ganz neuen Herzcontainer. Wow. How nice is this? Damit haben wir jetzt schon 10, 12 Container, glaube ich. Jo. Das ist schon eine gute Menge. Eine Fee reicht, glaube ich, 5 oder 6. Also, eine Fee reicht mittlerweile nur weit... Ach komm, das ist jetzt so ein Scherz, oder? Was willst du denn jetzt von mir? So. Als nächstes werden wir... Dann habe ich ja alles, was in der Welt... Ja, ich habe alles in der Welt, was ich wollte. Ja, eigentlich mache ich für gewöhnlich erst den 4. Palast, aber ich mache jetzt eine Ausnahme und für euch mache ich erst den 3. So. Sollte ja wohl auch gehen. Ah, stirb! So, geht auch. Ja, das ist jetzt mein Neckel euch. Aber auch nur, weil der 3. so saumäßig schnell geht, mache ich das. Also das ist meiner Meinung nach der kürzeste Palast überhaupt. Aber auch nur, wenn man weiß, was man tut. Wenn man nicht weiß, was man tut, ist der so abgefuckt. Das geht dann gar nicht klar. Echt nicht. So, haben wir hier draufgehauen und wieder eine Schattenwelt.
So. Erstmal hier oben rein. Der Wald hat sich auch ganz schön verändert. Ist ja düster geworden. Nee, lieb's ja immer noch. So. Gut. Den sollte man im Übrigen nicht mit dem spielen. Der frisst einem das Equipment weg. So, dann hier lang. Hier nicht rein, sondern erst in den da unten rein. In den linken. Das weiß ich noch. So. Zuck. Ja. So, immer erst in diesen hier rein. Ja. Ja, das ist der richtige. Den habe ich gesucht. Den muss ich erstmal in aller Ruhe töten, weil die mich sonst echt abfacken werden. Und diese Hand im Übrigen auch, die kann auch ganz schön abfacken und nerven. Deshalb, hier ist der Schalter dazu, das weiß ich noch. Ah, Hand! Leck mich, Hand. Toll. Ah, ich muss sie erst runterschieben. Ich könnte kotzen. So. Ah, Hand! Mann, wie viele Hände gibt's denn da oben? Irgendwo ein Nest oder was? So, da angeschoben. Ah! Nein. Ah, Hand! Damit! So, jetzt beeilen wir uns, dass wir das Teil reinziehen. Was? Ah, so. Huh. Ah, leck mich, Hand. Was? Uah. Ich dachte, jetzt kommt die hier noch hin, ey. Ich meine, dass auch hier oben schon der große Schlüssel war. Ha, da ist auch schon der große Schlüssel. Seht ihr, wie leicht das ist, in den großen Schlüssel zu kommen? Ah, machen wir eben schnell so. Bin jetzt echt faul. Zack. Aber ich weiß. Aber ich will es ja schnell lösen. Von daher mache ich das ja so. Dann hier rein. Jep, das ist gut. Hier drauf, wenn ich mich recht entsinne. Und hier eine Bombe legen. Zack. Ja, das ist gut. Aha, ja. Sonst sind hier nämlich, wenn man nicht vorher nicht auf die Sterne draufsteht, müssten hier normalerweise mal ganz viele Löcher sein, dass man nicht weiter kann. Ah! So. Und dann holen wir uns den Feuerstab. Rotes Feuer versprühen. Achte auf deine Magieanzeige, ja. Bam. Ah! Das wollte ich gar nicht. Ah doch, ist okay. Da ist nur die Karte drin, wenn ich mich recht entsinne. Die brauche ich aber im Übrigen auch nicht. Aber hier braucht man gar nichts. Ey, das ist so ein Tempel, der ist so einfach, wenn man sich auskennt. Aber wenn man sich hier nicht auskennt, dann rennt man wie so ein Bescheuerter und versucht den Boss zu finden. Und man findet ihn einfach nicht. Das ist eigentlich das Tückische, dass man den Moment Boss nicht findet. Ich glaube, da musste ich jetzt... Jetzt weiß ich gerade auch nicht mehr ganz, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Das ist jetzt mein Problem gerade, dass ich es echt nicht mehr ganz weiß. Ich glaube aber hier links. Einfach nur hier links lang stürmen, die ganze Zeit. Und dann hier raus, genau, so war das. Ja, das ist richtig. Jetzt muss ich gerade noch den richtigen Weg finden. Ich glaube, der linke davon war das. Ja, das ist der linke. Wunderbar. Hier eben mit dem Feuerstab gegenschießen. Und das ganze Geheimnis ist gelöst. Das ist die ganze Schwierigkeit dieses Tempels. Dass man das rausfindet, dass man hier hin muss. So, wie viel Zeit haben wir noch? 14 Minuten haben wir schon. Okay, dann glaube ich. So, immer im Kreis. Dann hier links. Dann hier rechts. Nein! Da. Ah, toll, egal. Dann einfach mal hier links. Und dann da rechts. Nein, da links. Hä? Da links, okay. So. Ah, das ist nicht gut. Das soll mich nicht treffen. Dann will ich zum Bunny. Ich will nicht zum Bunny werden. Ah, kleine Schlüssel. Oh, ich sehe, das ist echt knapp. Super knapp von der Zeit. Ja, oh, was war das? Ach, da war ein Zombie. Boah, der hat 3 Schaden gemacht oder was? Oder 4? Boah, wie viel? Ja, ich denke mal, dass ich dann jetzt auch hier schneide. Ich laufe jetzt hier, versuche noch so weit wie möglich zurückzukommen, ehrlich gesagt. Hä? Hä? Ah! Ich kann doch hier runter. Da, meine ich doch. Gut, ja, ich mache einen Schnitt hier.
und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Also, bis dahin.